Heute reden wir mit dem Yves Wegelin von der Wochenzeitung über die Krise der Credit Suisse und woher das die kommt. Wir diskutieren, warum in Frankreich Millionen von Menschen gegen die Rentenreform vom Präsident Macron protestieren und was der Brief von Elon Musk und anderen in Sachen künstlicher Intelligenz wirklich an sich hat. Mein Name ist Cedric. Ich bin Matthäa, das ist der 3. April 2023 bei Meyer Wermuth. Ich kurz als Einordnung für unsere Zuhörerinnen und Zuschauer. Du bist Wirtschaftsjournalist bei der WOT schon seit längerer Zeit. Wir haben die letzten 2 Wochen da über die CS-Krise ausführlich diskutiert. Darum wollen wir jetzt nicht nochmal alles von vorne wiederholen, was die politischen Entscheidungen vom Bundesrat bedeuten. Aber vor allem auch den Blick ein bisschen nach weiter hinten richten. Wie hätte es überhaupt können kommen zu dieser Krise? Aber auch den Ausblick wagen, was bedeutet das jetzt? Ganz konkret auch auf einer internationalen Ebene. Die Megabank, die jetzt da gegründet wird, kann man sagen. Und vor allem auch die dritte Frage, was können wir als Linke tun in diesem Land? Der Frage. Ja, woher die Krise? Wie hat es zu dieser Bankenrettung am Schluss von der CS durch die UBS kommen können? Ja gut, das ist natürlich eine Riesenfrage. Du hast 2 Minuten Zeit. Ja, also ich glaube, jetzt also die kurze Antwort würde ich sagen, dass man 15 Jahre lang, also seit der Rettung von der UBS 2008, Zeit hatte, um Reformen zu machen. Man hat einiges gemacht, das habt ihr ja im letzten Podcast auch erwähnt, beim Eigenkapital, man hat Pläne gemacht, zum Bank auflösen in der Krise. Aber es war eigentlich ein offenes Geheimnis, dass man zu wenig gemacht hat. Also das sagen nicht, das sagen wirklich Ökonominnen über das ganze Spektrum hinweg. Also es ist nicht einmal eine sehr progressive Position, man hat zu wenig gemacht. Und da hat man sicher zu lang zugeschaut, bei dieser CS, Misserfolg oder Missmanagement nach Missmanagement, und man hat zu lang zugeschaut. Und am Schluss haben halt die Pläne und die Vorkehrungen, die man 2008 oder nach 2008 getroffen hat, haben halt einfach nicht gelangt. So. Die Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung hat ja eigentlich darauf abzielt, dass man, ich sage jetzt mal, das Schweizer Geschäft rausgelöst hätte können und gerettet wäre. Und alles, was auf internationaler Ebene läuft, hätte man seinem Schicksal überlassen. Ist das im Nachhinein betrachtet nicht ein bisschen naiv gewesen, das Gefühl, man kann eine Gesetzgebung machen, die zwar vielleicht für die Schweiz verhebt, aber wir als internationaler Bankenplatz eigentlich keine Rolle spielen oder auch keine Verantwortung übernehmen für das, was auf internationaler Ebene passiert? Respektive, was hätte man anders machen müssen, dass es auch international gesehen, eben nicht quasi zum Vorwurf kann kommen, das verursacht eine Finanzkrise und deshalb ist so eine Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung gar nicht anwendbar. Also es ist lustig, ich habe am Wochenende ein Interview geführt mit der Anat Admati. Das ist so eine, ich kann sagen, wirklich so international die Koryphäe Bankenregulierung. Und ich habe gefragt, ob sie der Meinung sei, dass man die Bank nicht hätte können auflösen, also CS. Also hat sie wirklich nur noch laut rumgeflucht und hat gesagt, dass es seit 15 Jahren klar war, dass das unmöglich sei, in so einer Krise eine Bank aufzulösen. Die lustige Anekdote war schon, dass am Abend, wo die CS gerettet wurde, haben die Behörden gesagt, ja, im Normalfall würde es vielleicht möglich werden, aber jetzt halt im Krisenfall nicht. Es ist ja offensichtlich, dass das, für das nie, im Normalfall passieren würde. Also ich bin ja da nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich mich 15 Jahre mit der Abwicklungsfrage auseinandergesetzt. Aber wenn man schon nur einfach so ein bisschen schaut, was in den letzten 15 Jahren passiert ist und eben auch die Stimmen von, die kritischen Stimmen gehört, hat man können wissen, dass es nicht geht. Und da muss ich also, da wäre ich mit der Finanzministerin Karin Keller-Sutter völlig einer Meinung, dass das ein riesen Risiko wäre gewesen, das zu probieren. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass die Banken zwar immer national ihre Headquarter haben, also wie CS sitzen, in einem kleinen Land jetzt in dem Fall, mit einem BIP, halb so gross ist, jetzt wie die neue Bank, aber das werden wir ja noch reden, hat er gesagt, und sie aber international lebt, also das heisst, all die Aufspaltungen müsste man eigentlich quasi mit all den Ländern, wo die Bank auch noch ist, müsste man das alles abstimmen. Und es ist ja völlig klar, dass jedes Land eigentlich schaut, dass es selber möglichst gut wegkommt und dass die Bank eigentlich das Geld zwischen den verschiedenen Niederlassungen eigentlich kaum schieben. Also von dem her, ja,
ich glaube, das war offensichtlich gewesen. Bevor wir zur Zukunft gehen, würde mich schon noch eine Frage rückwärts interessieren. Jetzt seit haben wir diskutiert, oder die Frage von der Versagen von der konkreten Regulierung, das Versagen vom Management, ich glaube, das ist offensichtlich. Trotzdem kann man ja durchaus sagen, okay, das ist am Ende, ist das quasi freie Marktwirtschaft, das Unternehmen hat eine Strategie, geht unter, müsste theoretisch möglich sein, bei Banken wissen wir, es ist ein bisschen komplizierter. Aber politisch, warum hat man es eigentlich zugelassen, woher kommt das, dass das Bankensystem so eine massive Bedeutung hat, dass das überhaupt systemrelevant ist? Hat das etwas zu tun mit der Frage, von, was nach den 90er Jahren passiert ist, die Liberalisierung der Finanzmärkte, ist das nach 2008 einfach weitergegangen? Oder wo muss man politisch die Verantwortung ansetzen? Es ist ja sicher nicht nur die letzten paar Jahre das Versagen von der Aufsicht. Ja, also ich glaube, da seht ihr beide eigentlich besser rein, wieso dass man 2008 nichts hat gemacht, die ganzen Winkelzüge und so im Parlament. Das würde mich vielleicht auch noch von euch interessieren. Ich finde den gleichen Grund, warum wir auch das mal nicht allzu viel machen, nämlich das nach wie vor bürgerliche Parteien, die eng gestrichen sind. Nein, aber ich finde das ja wie die grundsätzliche Diskussion. Oder? Und ich muss sagen, dort irritiert mich ja jedes Mal, wenn man in den Medien jetzt immer auch ganz viele Parteien hört, die immer das Management von der Credit Suisse jetzt kritisieren und so. Und das ist natürlich dann, von aussen wirkt das an, jetzt sind alle plötzlich extrem kritisch, aber wir haben es natürlich echt genau mit dem mitzutun, dass man sie kritisiert, dass man die Taschenlampe nicht allzu nah im Parlament geht, nachleuchten, was da passiert ist. Und das finde ich eigentlich, für mich ist das grosse Problem. Und jetzt auch bei der PUC, wenn wir noch kurz gestern... Parlamentarische Untersuchungskommission. Genau, Parlamentarische Untersuchungskommission. Da bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, da haben wir gestern auch beim Vorgespräch darüber geredet, ob man jetzt nicht einfach Taschenlampe, also ob man jetzt nicht geht, einfach bei den Behörden leuchten, um selber beim Parlament nicht wahnsinnig viel müssen zu beleuchten. Eigentlich kann man sagen, eigentlich liegt alles offen am Tisch, oder? Natürlich, es wäre interessant zu wissen, was da alles passiert ist, aber grundsätzlich weiss man genau, was man die 15 letzten Jahre nicht hat gemacht. Aber die Frage war wirklich, was weiterhin noch alles passiert ist. Und ich glaube, die Frage ist ja, ich glaube, das ist wie eine internationale Frage, oder? Dass man, es geht jetzt viel zu lang, das alles aufzuarbeiten. Aber in den Ende 80er, 90er Jahren, also Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre, entsteht quasi der globale Markt, wo die riesen Banken sich plötzlich verhaften, eigentlich wie, also man hat nicht mehr Banken in einem Land, sondern man hat einfach Riesenbanken international, wo sich auch nicht mehr auf etwas spezialisieren, sondern wo eben Universalbanken sein wollen, die alles abdecken, die in allen Ländern operieren und wo, das haben wir vorher ja gesagt, wo eigentlich für ein kleines Land wie die Schweiz ein völliger Irrsinn ist, weil man sie wie am Schluss mit einem Betrag muss retten, wo fast ein Viertel vom BIP ist. Natürlich sind es Kredite und so weiter. Und vielleicht als letzter Punkt würde ich noch anfügen, was ich immer auch interessant finde, wir reden immer von der Bank oder von der Deregulierung. Der Punkt ist ja, dass wir halt auch eine volkswirtschaftliche oder eine makroökonomische Konstellation haben heutzutage, die völlig anders ist als in den 80er Jahren. Also wir haben ja die Schulden, die sich angetönt bis 2008, die ja der Auslöser waren für die Bankenkrise 2008, die sind ja nie weggegangen. Man hat sie einfach quasi von der Privaten auf den Staat gelüpft. Und jetzt sind sie einfach munter weiter, 15 Jahre. In der Pandemie sind sie rauf. Was man hat gemacht, ist einfach, die Nationalbanken haben Zinsen gehabt, damit die Leute, die Schulden haben, oder die Länder, die Schulden haben, überhaupt können überleben mit diesen tiefen Zinsen. Jetzt gehen Zinsen rauf, beziehungsweise man setzt sie rauf, um die Inflation zu bekämpfen. Also hat man jetzt einfach wie eine Situation, die völlig ausser Rand und Band ist. Also, ich wäre sehr, sehr erstaunt, wenn man jetzt nicht würde in den nächsten Monaten noch einige Bankenkrise oder vielleicht eine grosse Bankenkrise, wenn wir das nicht durchleben. Darf ich da noch schnell ansetzen? Du hast vorhin gesagt, das Parlament tut jetzt, oder die bürgerliche Partei tut jetzt Taschenlampen quasi auf die einzelnen Manager richten, die sich offenbar falsch verhalten haben, wie wenn das ein Einzelfall wäre und auch nicht eine systemische Krise quasi. Die Parlamentarische Untersuchungskommission wird Taschenlampen auf die Untersuchungsbehörden oder die Kontrollbehörden richten oder aufs Parlament. Aber eigentlich müssen wir die Taschenlampen aufs Finanzsystem an sich richten. Also die quasi politische Frage, von was läuft systematisch falsch, wo würdest du sagen, wo würde das Licht anführen?
Oder auf was wird das Licht am meisten zielen? Ja, also, wie soll ich sagen? Also eben, das eine, ich bin nicht ganz sicher, aber das eine wäre sicher die Regulierung der Banken, dass sie stabil sind, aber das andere ist für mich halt schon sehr stark. Und da kommen wir jetzt in eine grosse Diskussion, aber das ist die Frage von der Ungleichheit, oder? Also wir wissen, dass also die Schulden, die heutzutage über 250% vom BIP sind, international, die Schulden... Also BIP vielleicht Wirtschaftsleistung vom Jahr. Genau, Wirtschaftsleistung vom Jahr. Das sind alles Schulden, also jede Schuld ist ein Vermögen von jemand anderem. Es ist ein Kredit bei einer Bank. Die Bank hat wiederum Leute, die ihr Geld herstellen. Also es ist, die ganzen Schulden sind eigentlich ein Vermögen von jemand anderem. Das ist ja ein bisschen das Problem. Also vereinfacht gesagt kann man sagen, man lässt die Maschinen brummen, indem das die Reichen eigentlich den Armen Geld können leihen, dass die Armen ihre Produkte können kaufen. Es ist jetzt sehr, sehr versimpelt, aber es ist nicht ganz falsch. Und lustigerweise habe ich gestern einen Podcast von Nouriel Roubini gehört. Das ist so ein Ökonom, der jetzt wirklich Mainstream-Karriere So der Star nach der Bankenkrise. Genau. Er sagt genau das Gleiche. Er sagt, interessanterweise würde er natürlich nie sagen, man muss die Ungleichheit bekämpfen. Er sagt, wir brauchen mehr Wachstum, dass die Schulden tragfähig bleiben können. Aber eigentlich ist das grosse Problem, wo man heute hat. Also der Schuldenberg, wo jetzt hinter quasi wie lauert, kann man sagen. Oder? Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Also jetzt hat man ja die Zinsen, die hochgehen. Das bedeutet, und nicht allzu technisch werden, aber es bedeutet, dass man heute die bestehenden Schuldpapiere, die Banken in ihren Büchern haben, die verlieren ja quasi an Wert, weil es ja andere Papiere gibt, die mehr Wert haben. Und jetzt redet man davon, dass weltweit unrealisierte Verluste bei den Banken von etwa 2 Billionen US-Dollar liegen. Also das sind quasi wie Wertverluste. Sie haben die Papiere noch nicht verkauft, also haben sie den Verlust noch nicht gemacht, aber es sind wie Wertpapiere, also Wertverluste in den Büchern von diesen Banken. Und das kommt noch. Und wenn die Krise kommt und die Leute ihren Job verlieren und ihre Hypothek nicht mehr zahlen können, dann wird halt wiederum ein Bankkonkurs gehen oder wird man eine Bank müssen retten. Die UNO warnt seit Monaten, dass etwa 50 Länder im globalen Süden kurz vor oder schon mehr oder weniger in ihrer Finanzkrise bzw. in ihrer Schuldenkrise liegen. Also da ist irgendetwas völlig falsch. Und es ist völlig klar, dass wir als Schweiz jetzt nicht alles allein können lösen. Aber wir werden im Juni nachher eine Abstimmung über die OECD-Mindeststeuerreform. Das wäre zumindest ein Ansatz gewesen. Es ist nicht ganz so rausgekommen, wie man es sich gewünscht hat. Aber genau. Für das werden wir sicher auch mal noch reden über die OECD-Reform. Aber vielleicht, um noch kurz bei der Schweiz zu bleiben, jetzt haben wir so eine Megabank. Oder es wird zumindest in naher Zukunft eine Megabank geben, die eine Bilanzsumme hat, die das Zweifache ist von der schweizerischen Wirtschaftsleistung in einem Jahr. Sprich, die Geiselhaft, die wir auch als Schweiz haben, gegenüber der Bankenwelt, ist gigantisch und wird noch viel stärker. Was ist deine Prognose? Ja, also eben, ich war ein bisschen sprachlos gewesen. Ich habe ja an dieser Medienkonferenz am Sonntagabend gefragt, Jordan von der Nationalbank, ob das kein Problem sei. Dann hat er gesagt, ja, die Grösse allein ist nicht massgebend, sondern die Risiken. Aber jetzt hat man seit 2008 weiss man, dass man die Risiken in diesen Banken ja überhaupt nicht durchblicken kann. Das sagen sie ja selber. Sie wissen nicht, wie viele Risiken in diesen CS-Büchern sind. Mhm. Darum hat man ja die Garantie gegeben. Also, dass man jetzt mit diesem Argument wiederkommt, es geht um Risiken. Genau wegen dem hat man ja gesagt, Eigenkapital rauf, weil man die Risiken nicht weiss. Also, sagt man zumindest 20-30% Eigenkapital, dass die Verluste, die da lauern, dass man die quasi auffangen könnte. Jetzt sagt man wieder, die Grösse ist kein Problem. Oder? Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ja, also, in den letzten 15 Jahren hat man ja etwas müssen lernen. Ich bin mir völlig klar, dass der Herr Jordan ja das sehr gut weiss und die Sache sehr erblickt. Und man halt einfach an diesem Abend hat müssen sogenannte Märkte beruhigen. Aber es ist ein Irrsinn. Und wenn der Sergio Ermotti, das ist jetzt ja ein paar Mal unter die Medien gegangen, jetzt sagt, ja, das Problem sei too small to survive. Genau. Also er möchte eigentlich noch viel grösser werden. Der macht mir das schon Sorgen. Plus eben, das, was wir vorher alles haben diskutiert, die ganze makroökonomische Situation, die extrem alarmierend ist. Und jetzt hat man quasi wie eine Bank gebaut, die zweimal das BIP von der Schweiz ist.
mit einem Sergio Ermotti, der sehr gut vernetzt ist in den Parteien, wo sein Interesse wird sicher durchsetzen. Aber da werdet ihr ja sicher in den nächsten Jahren einiges... Damit zu tun haben. Du hast jetzt noch an der Wirtschaftskommissionssitzung. Genau, und da vielleicht so die Frage, fragt man nicht, ob man, weiss nicht, ob man ja nein beantwortet. Das eine ist die Erhöhung von der Eigenkapitalquote, das ist klar, das haben wir schon diskutiert. Ich kann ganz gesagt, kurz sagen, was das bedeuten würde. Es geht darum, dass der Yves gesagt hat, dass Banken wie über eine Reserve von eigenem Kapital verfügen und sie können Verluste abfangen. Es ist ja heute so, dass man ironischerweise, wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen will, in der Regel so 20% vom Kapital selber muss bringen. Wenn Banken Schulden vergeben, also Kredit vergeben, dann müssen sie das nicht, sondern ist das massiv tiefer. Und je nach Berechnungsmethode kann man heute davon ausgehen, dass das harte Eigenkapital ungefähr bei 5% liegt. Ehrlicherweise vor der Bankenkrise 08 noch viel tiefer gewesen, 2-3%. Aber wir sind weit von dem entfernt, weil eigentlich fast alle Ökonominnen und Ökonomen sagen, und wir wüssten. Das heißt, das Erste. Es gibt andere Ansätze, die diskutiert werden. Bringen die Boni-Beschränkungen etwas bei diesen Banken oder ist das reine Symbolpolitik? Ja, was soll ich zu sagen? Ich will mich da nicht Nein, ich finde, ganz offen gesagt, oder ich finde, für mich ist das wie ein moralischer Punkt. Ich finde, und das ist auch das, was in der Bevölkerung eben so für Empörung sorgt. Ich finde das auch nicht, also ich finde das jenseits, dass man jetzt da hat gesagt. Ja, hässig macht ja, dass die so abzocken und dann keine Verantwortung. Und dann keine Verantwortung tragen. Und am Schluss nachher nicht einmal nachzahlen. Nein, ich finde, natürlich muss man dort etwas machen, ob das Bankenkrise, ob das ein wahnsinnig grosser Beitrag zu einer künftigen Bankenkrise ist. Also, würde ich jetzt sagen, das ist eher nein. Ich glaube, die Frage ist natürlich, die ein bisschen sich stellt, ist, zieht so eine Bonikultur die richtigen Leute an? Es hat immer geheißen, ja, um die Besten zu bekommen, muss man halt können international mithaben, ja, muss man halt können Boni auszahlen. Und dann denke ich so, wenn das die Besten sind, dann will ich ja nicht wissen, was sonst passiert wäre. Oder würde eben eine Beschränkung von einer Boni oder eine andere Kultur am Schluss auch schaffen, die eben vielleicht halt auch Leute anziehen, die nicht so ein höchstes Risiko auf sich nehmen. Und dann kann es dann eben schon irgendwann mal relevant sein für eine Bankenkrise. Ja, ja, nein, bin ich völlig einverstanden. Also, völlig. Ich glaube, einfach für mich wäre es wie nicht ein Hauptpunkt, aber ich finde es einen sehr legitimen Punkt. Also, Trennbankensystem, also die Idee ist, man sagt, man tut den sogenannten Eigenhandel oder ein bisschen einfacher formuliert, alles, was Spekulation, wo Casino ist, abtrennen vom Rest der Bank, wo volkswirtschaftlich notwendig ist oder sinnvoll ist. Bringt das etwas? Ja, also ich glaube, das ist offensichtlich, oder? Also die USA hat das über Jahrzehnte so gehabt. Man hat es nachher abgeschafft unter dem Clinton und jetzt ist das halt so gekommen. Ja, also das ist offensichtlich, wenn eine Bank quasi wie kleinere Geschäfte hat, die autonom sind und eins hops geht, dann ist halt die Chance von so einem Schneeballsystem viel kleiner. Also ich glaube, das ist ja völlig klar, ja. Was müssen wir über das hinaus tun? Wenn du sagst, jetzt ein Boni-Verbot wäre symbolisch zentral oder wichtig, aber hat jetzt das nicht verhindert, wo müssen wir den Hebel ansetzen, aus linker Perspektive? Jetzt abgesehen davon, dass wir vielleicht mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem auch an unsere Grenzen kämen, sondern jetzt mal im Kleinen angefangen. Aber das haben wir ja gesagt, also Eigenkapital, ich glaube, das ist wie etwas, das von links bis ganz rechts, lustigerweise jetzt eben sehr, sehr libertäre denkende Leute, die plötzlich extrem für das plädieren. Was schön ist, also ich glaube, das ist wie sicher... Ja. Das ist der einzige Weg, wie sie glauben, dass sie können eine weitergehende Verstaatlichung vom Bankensystem verhindern können. Ja, das ist relativ offensichtlich. Und es ist auch legitim. Also, ich habe dich unterbrochen. Du hast die grosse Lösung bringen. Die grosse Lösung habe ich überhaupt nicht. Also, ich glaube, das ist jetzt alles gesagt worden. Eigenkapital, Trennbankensystem, sichere Beschränkung bei den Boni. Und, wie soll ich sagen, dass das am Schluss jetzt nicht wahnsinnig das Wirtschaftssystem gibt, das ich mir erhoffe, das hast du schon gesagt. Aber ich glaube, mit dem würden wir relativ gut fahren. Grössenbeschränkungen, das ist schon immer eine Frage gewesen, die ich finde, das ist völlig legitim. Weil man durchaus kann sagen, wenn eine Bank 200 Mal zu BIP ist, dann kann man es noch so sicher machen. Es gibt immer ein Risiko, dass sie Konkurs geht. Und dann zahlt natürlich immer der Staat. Ausser man kann eben wie mit dem Eigenkapital quasi so weit rauf,
dass man die Grösse quasi auch beschränkt. Das heisst, wenn eine Bank mehr Eigenkapital braucht, kann sie auch nicht gleich schnell quasi wie wachsen, weil sie sich nicht so schnell einfach verschulden kann. Also das wäre sicher etwas. Und wie gesagt, also am Schluss des Tages geht es für mich um eine grundsätzliche, also es geht um die Frage von der Ungleichheit, die wir vorher ja angesprochen haben. Ich habe das Gefühl, wenn man 250% vom weltweiten BIP an Schulden hat und dort einfach immer weiter rauf geht, das ist wie nicht tragfähig, weil man wird das einfach immer weiter das wird sich immer weiter entwickeln und das ganze System wird instabiler. Und da gibt es vielleicht wie noch einen interessanten Punkt, weil es ist ja immer so gewesen, und das ist noch heute so, dass eigentlich vor allem die Linken sagen, der Staat kann sich verschulden, das ist überhaupt kein Problem. Die Rechten sagen Stopp. Aber faktisch ist es eigentlich so, dass vor allem die bürgerliche Regierung sich weiter, die liberal-bürgerliche Regierung sich immer weiter verschulden. Und ich glaube, die Schweiz ist dort wieder in einer anderen Position, oder? Also, die Schweiz ist ja einfach so tief verschuldet, dass man das... Ist schon fast wieder gefährlich umgekehrt. Genau. Aussen, wenn wir jetzt müssen, die CS wirklich dann retten, quasi, weil das Geld müsste gezogen werden, dann sind wir dann ziemlich schnell stark verschuldet. Aber an dem falschen Ort. Noch, und am falschen Ort, aber zu dem kommt es hoffentlich nicht. Was habt ihr für Ideen für Anträge in dieser Richtung? Also das sind genau die Fragen, die wir jetzt werden beantragen. Ist klar, oder die grosse Gefahr, da hast du schon recht mit der ganzen Diskussion und parlamentarische Untersuchungskommission. Wir haben jetzt lustigerweise Anträge auf dem Tisch, darf aus Kommissionsgründen kann ich nicht sagen, woher, aber es ist offensichtlich, wo sagen, ja, das muss man jetzt alles anschauen, Trennbankensystem, höhere Eigenkapitalquote, Vergütungssystem anschauen, Staatsgarantie, müssen die Banken das quasi abgelten, aber nicht sofort, ganz langsam, Bericht erstellen. Das haben wir nach 2008 schon mal gesehen. Also das ist genau der Versuch, zu sagen, ja, auf die lange Bank schieben und in 2-3 Jahren, wenn man es so ein bisschen vergessen hat, dann sagen, jetzt machen wir es doch nicht. Aber es ist alles auf dem Tisch. Also es ist überraschend von Seiten und von Parteien, wo man es nicht erwartet hätte, wo jetzt plötzlich Diskussionen geführt werden können, wo man uns vor einem halben Jahr noch Kommunismus vorgeworfen hätte. Oder hätte sogar, wörtlich. Das, was eigentlich noch wenigstens auf dem Tisch liegt, und ich finde schon noch ein relevanter Punkt, ist die Frage, gibt es Finanzprodukte, die eigentlich volkswirtschaftlich brutal schädlich sind, auch völlig unkontrolliert sind, aber massive Spekulationen erlauben und vor allem auch massivste kurzfristige Gewinne für ein paar wenige erlauben, die aber eben ein enormes Risiko bedeuten nachher für die gesamte Volkswirtschaft. Wenn man das einschränken kann. Das ist ja ein riesiges Problem in der Diskussion, die wir jetzt haben, rund um die Grössenbeschränkungen und um die Risiken von dieser Grossbank. Das Argument, das Jordan an immer bringt, sagen, ja, aber vor der Finanzkrise sind ja die Banken noch viel, viel grösser gewesen. Also 08 stimmt. Was man zum Beispiel nicht sieht, ist, dass du sagst, der sogenannte Ausserbilanzhandel, oder? Also die ganze Derivatspekulation, die nochmal massiv gewachsen ist in den letzten Jahren, wo wir ehrlicherweise nicht wissen, wie gross ist die Gefahr, die da drin liegt. Nein. Danke vielmals für den Besuch. Wir befürchten, es ist nicht das letzte Mal, wo wir uns mit der Bankenkrise auseinandersetzen. Vielleicht werden wir uns dann wieder erleben, auf dich zurückzukommen. Ja, danke für den Besuch. Merci vielmals. Danke. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema, zum zweiten, das wir heute diskutieren. Frankreich, respektive Protest. Seit Wochen sind Menschen auf der Straße. Um was geht es? Die regierende Mehrheit unter dem Präsident Macron, der zum x-ten Mal, ist nicht der erste Versuch, eine Reform, sogenannte vom Rentensystem, durchführen, die dazu würde führen, dass einerseits gewisse Spezialregime von Staatsangestellten abgeschafft werden, insbesondere aber das allgemeine Renteneintrittsalter von 62 angehoben wird auf 64. Und dagegen gibt es massiven Widerstand. Was man muss wissen, in Frankreich ist heute schon so, dass zwar das Rentensystem relativ sozial finanziert wird, die sogenannte Ersatzrate ist relativ hoch, also man bekommt das Rente. Aber die Idee, dass alle Franzosen und Französinnen würden mit 62 in Rente gehen, das stimmt heute schon nicht. Und tatsächlich, wenn man zum Beispiel schaut, wie viel arbeiten sie pro Woche, dann ist es auch nicht so, dass es nicht andere Länder gibt in Europa, die in einem ähnlichen Bereich wären. Trotzdem, in der Schweiz wird das mehrheitlich quasi kommentiert, dass was wollen jetzt die Franzosen da noch so blöd tun? Ja, ich glaube, das sagt mehr darüber aus, über die Schweiz als über Frankreich. Aber vielleicht kommen wir da noch drauf zurück, vielleicht nochmal zu deiner Einführung. Ich glaube, das Durchschnittsrentenalter ist auch über 63. Ja. Und das hängt damit zusammen, dass wenn sie eine Vollrente bekommen,
sie heute schon länger arbeiten als die 62 und viel sich schlichtweg auch nicht leisten können. Mhm. Quasi mit 62 zu gehen, also man muss das wirklich genauer anschauen. Und der Widerstand dagegen ist absolut nachvollziehbar. Ich finde wirklich aus zwei Gründen. Erstens mal ist es ultrapolitische Frage, wie man mit unserer Altersvorsorge oder Frankreich mit ihrer Altersvorsorge umgeht, weil wie man den Menschen auch den Respekt gibt vor dem, dass sie, was sie ein Leben lang geleistet haben. Und genau diese politische Frage will ja der Macron quasi auch am Parlament und auch an der Bevölkerung vorbei entscheiden, ohne dass es eine Entscheidung gibt vom Parlament. Und das sind am Schluss eigentlich so die zwei Punkte, die die Leute zu Recht auf die Straße bringen. Es ist auch so, dass es, finde ich, doch in einem negativen Sinn sehr beeindruckend, mit wie autoritär, mit wie viel Gewalt die Regierung vorgeht. Das eine ist die Umgehung vom Parlament, kann sie zwar verfassungsmässig, aber es ist eine Spezialregelung. Und auch, wenn man sieht, wie jetzt die Polizei heftig gegen die Demonstrierenden vorgeht, wirklich gewalttätig, wie ich finde, hat man schon lange nicht gesehen. Aber ich finde, der zentrale Punkt, und das ist auch die Überleitung, vielleicht in die Schweiz, von dem, wo du gesagt hast, ist die Vorstellung, und die ist auch in der Schweiz extrem stark in den Medien und bei den politischen Rechten. Das Rentensystem sei quasi so eine mathematische Frage, oder? Und nicht eine Frage, wo tut man politische Ressourcen nennen? Und das zeigt sich auch in Frankreich. Es gibt übrigens x also verschiedene. Politische Ressourcen eher, finanzielle Ressourcen. Also, entscheidet man politisch, dass man Ressourcen nennen tut? So, genau meine ich es. Und es gibt ja auch in Frankreich sehr unterschiedliche Perspektiven aus der Expertise. Und das wird in der Schweiz in der Berichterstattung völlig ausblendet. Die einen, die sagen, ja gut, Frankreich hat wie die Schweiz jetzt wie eine 10-jährige Bäs halt, weil Babyboomer in die Rente geht. Das kann man aber, wenn man will, finanziell ausgleichen. Keine Diskussion. Das ist wirklich auch eine Diskussion, die mich in der Schweiz unglaublich aufregt. Jetzt, wenn es um Pensionskassenvorlage zum Beispiel geht, immer so die Argumentation, die jüngere Generation finanziert die ältere Generation, wir haben ein Ungleichgewicht, die Lebenserwartung steigt halt, darum muss man das rein technisch und mathematisch anpassen. Es gibt ja auch Bewegungen und Stimmen in der Schweiz, die wirklich finden, dass man unsere Altersvorsorge völlig entkoppeln muss von politischen Entscheidungen, sondern die eben soll koppeln an zum Beispiel die Renteninitiative der Jungfreisinnigen, die ja eine Koppelung will an die Lebenserwartung, dass dann die Politik eigentlich nichts mehr zu sagen hat, wie sich das Rentenalter entwickelt, sondern das rein nach mathematischen Grundsätzen soll entschieden werden, obwohl dem ja wirklich zutiefst gesellschaftliche und politische Entscheidungen, aber vor allem auch Realitäten zugrunde liegen. Ich meine, wenn wir bei dieser Lebenserwartung bleiben, eine Lebenserwartung von einem Bankenprofessor, ist um mehrere Jahre höher als die Lebenserwartung von einer Verkäuferin. Und warum genau sollte jetzt zum Beispiel der gleiche Umwandlungssatz haben? Ist denn das fair? Weil der Umwandlungssatz richtet sich ja eigentlich nach der Lebenserwartung. Also Umwandlungssatz ist das, was man bekommt an Rente auf dem Gesamtkapital. Genau, und da finde ich wirklich, also wenn man dann so mathematisch will sein, dann müssen wir dann aber auch wirklich fair sein gegenüber den Leuten, die zum Beispiel viel arbeiten, aber wenig verdienen. Und vor allem auch tiefe Lebenserwartung haben. Und das gilt ja genau gleich auch für Frankreich. Das finde ich eine von diesen extrem elitären Diskussionen, die der Schweiz immer hat, das Argument. Es ging ja heute gar nicht, es ist ja kein Problem, länger zu arbeiten. Finde ich. Das blendet wirklich die Realität vollständig aus. Und andere finde ich, was ja beeindruckend ist, den Vorwurf habe ich nie verstanden, an Leute, die dafür kämpfen, dass man im Leben weniger muss arbeiten. Also, das ist eigentlich ja am Ursprung übrigens von allen sozialen Auseinandersetzungen seit der Mitte vom 19. Jahrhunderts der Kampf von Lohnabhängigen darum, dass der Teil von der Zeit, wo man selber darüber entscheidet, was man macht, kleiner wird. Und warum soll eine Volkswirtschaft produktiver werden, was man ja weniger jedes Jahr werden, wenn das nicht dazu führt, dass alle ein leichtes Leben haben? Also, das finde ich so absurd. Man lässt sich so reinnehmen in eine profitorientierte Logik, die sagt, wir werden zwar immer reicher, aber der einzige Weg, wo es gehen kann, ist, man muss immer mehr und länger arbeiten. Und das, was mich auch so aufregt an dem Ganzen, ist so die Haltung, es gibt keine andere Alternative. Ja, das Alternativlose. Ja. Man muss halt länger arbeiten, jetzt für Frankreich, aber bei uns gilt ja eigentlich das Gleiche. Oder man muss halt die Rente ein bisschen kürzen, weil man sich es anders nicht mehr kann leisten. Doch, es gibt Alternativen. Wir haben gesehen, wie viele Milliarden die Schweiz offenbar zur Verfügung hat, im schlimmsten Fall. Also man kann ja auch eine Alternative haben, die man gewährleistet. Jeden Mensch, der ein Leben lang geschafft hat, übrigens egal, ob sie das an einer bezahlten Stelle gemacht hat oder ob sie unbezahlt Kinder bedeutet oder alte Angehörige gepflegt haben, alle Menschen haben ein Rentenalter in Würde verdient. Und was braucht es für das?
Und da dann sowieso alternativlos zu tun, ja, wir müssen halt, und jetzt gibt es noch das mit Frankreich Parlament oder Bevölkerung und die Schweiz ja auch, das dumme Parlament, oder nein, nicht das Parlament ist ja nicht dumm, sondern die Linken und Gewerkschaften, die jetzt noch das Referendum ergreifen und erneut eine Vorlage an der Urne scheitern lassen und die Bevölkerung ja eigentlich auch nicht will, müssen länger arbeiten, müssen Rentensenkung in Kauf nehmen und darum das halt ablehnen. Da gibt es irgendwie so, ich habe heute gerade noch einen Artikel gelesen von der Allianz F-Co-Präsidentin Katrin Bertschi, die sich wirklich, ehrlich gesagt, so ein bisschen darüber enerviert, dass jetzt die Bevölkerung noch über das entscheiden soll. Doch, weil es wirklich eine gesellschaftliche Frage ist, die uns alle angeht. Und da ist so das Verstecken dahinter, oder? Das finde ich das Perverse, dem Argument, die Jungen müssen jetzt für die Alten zahlen und die Umverteilung in der zweiten Säule. Die Frage ist einfach, wie soll es denn anders sein? Erstens mal haben die ältere Generation ja den Wohlstand aufgebaut. Und logisch werden die Renten immer aus dem gezahlt, was man jetzt gerade entsprechend verdient. Und der Trick dahinter ist ja, zu versuchen, den Konflikt zwischen den Generationen zu legen, damit niemand auf die Idee kommt, man könnte ja zur Finanzierung auch dort ansetzen, bei denen, die in den letzten Jahren massiv viel Vermögen oder Einkommen zugelegt haben, also bei den Reichen. Der Pierre-Yves Meyer, Gewerkschaftsbundpräsident, hat mal kürzlich zu mir gesagt, und ich finde, es trifft sehr gut auf den Punkt, wir alle werden ja älter, aber es werden nicht alle reich. Mhm. Schön. Und ich finde, das ist eigentlich so auf die Kürze zusammengefasst, worum es im Rentensystem geht, nämlich eine solidarische Finanzierung können zu finden. Apropos reich, der Elon Musk, das dritte Thema. Gut, der wird nicht sich so um seine Rente Sorgen machen. Ja, er hat einen Brief geschrieben, einen offenen, würdest du einführen? Genau, er hat einen offenen Brief geschrieben, wo er zusammen mit anderen davor warnt, dass die künstliche Intelligenz alles für eine Gefahr bringt. Durchaus im Kern ein relevanter Punkt. Er hat aber, also da, wenn das ein Problem darstellt, wo wir Jahrzehnten irgendwann mal werden haben. Und wenn man, ja, er ist vielleicht nicht unbedingt die glaubwürdigste Person für die Kritik, weil es eigentlich mehr so ein bisschen daran anmutet. Sie wollen ihre Privilegien und ihre Freunde für sich behalten und ja, nicht müssen teilen. Aber was natürlich ist, dass die künstliche Intelligenz nicht erst in einer fernen Zukunft, sondern bereits heute schon Machtkonzentration minus ein paar wenige bedeutet, auch massive Ungleichheit und am Schluss auch Probleme darstellt von Desinformation, Demokratiefeindlichkeit auch schafft. Und da hat er einen wahren Punkt, oder hat der Brief einen wahren Punkt, aber der Absender, ja. Ich glaube, es ist immer so das Zwiespältige, oder? Bei diesen Silicon Valley-Typen sind ja fast nur Männer auf eine Art. Sie haben ja oftmals in der Analyse durchaus Punkte. Also er sagt ja auch, er setzt sich ein gegen den Klimawandel, darum will er Elektrofahrzeuge produzieren. Das heißt, die Analyse ist schon richtig, aber er hat mit seinen Teslas auch dafür gesorgt, dass der Fahrzeugpark einfach weltweit massiv gewachsen ist, dass wir neue Probleme haben beim Verbrauch von Wasser, bei der Herstellung von der Batterien, seltene Erde. Das heißt, es ist immer wirklich so in einer kapitalistischen Logik, die sagt, Technologie allein wird es lösen. Und das führt oftmals zum Gegenteil, zu Mehrverbrauch. Und da finde ich auch, ist das etwas Ähnliches. Natürlich ist... Also wenn es auch Mehrverbrauch, auch ein ökologischer Mehrverbrauch. Natürlich, also die ganze künstliche Intelligenz hat einen enormen Verbrauch an Energie und Strom und stellt auch einen relevanten Faktor für unsere Klimakrise dar. Und, genau, und da ist ja quasi wieder die Analyse zu sagen, hey, wir müssen uns als Gesellschaft, als Gewerkschaft überlegen, was bedeutet die schnelle Entwicklung, die schon passiert ist und von mir aus auch kommt, von künstlicher Intelligenz, für die Art, wie wir arbeiten, zusammenleben, wie du gesagt hast, welche Gefahr hat es für die Demokratie. Das ist völlig richtig. Nur konsequent wäre dann zu sagen, okay, vielleicht ist es nicht richtig, dass ein paar wenige Reiche in Silicon Valley die Algorithmen und die Technologien und die Infrastruktur, Twitter nur als Beispiel, kontrollieren. Also müsste man wahrscheinlich eine öffentliche Sache daraus machen. Aber das meint er natürlich dann als Multimilliardär nicht. Und vor allem macht es ja so wieder Anschein, dass künstliche Intelligenz etwas wäre, ja, wo völlig fern wäre vom Menschlichen. Und das stimmt ja nicht. Ja, also quasi Macht. Das, was unvermacht, durch das, wo die künstliche Intelligenz gefüttert wird, das ist ja, sind ja Menschen in dem Sinn oder ihre Handlungen, hat auch sehr viel mit Machtstrukturen zu tun, die das können entscheiden, die auch die Algorithmen in dem Sinn können mitprägen. Und das ist der eine Bereich, wo das Menschliche sehr stark reinspielt. Und das andere ist, es hat jetzt nicht direkt nur mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern alles, was auf Social Media zum Beispiel auch läuft. All die Kommentare, gewaltvolle Beiträge, das wird nicht
künstlich rausgefiltert, sondern das sind real Menschen, die in irgendwelchen armen Ländern an irgendwelchen Computern sitzen und sich den ganzen Tag lang grässlichste Bilder zumuten, das anschauen und das manuell rausfiltern. Mit all ihren Folgen für ihr Leben. Also, so tun, wenn das etwas wäre, das völlig losgelöst wäre von Machtstrukturen, von menschlichen Machtstrukturen, ist ein bisschen Scheinheilung. Ja, das ist sicher nicht. Wenn wir zu den Fragen, noch im letzten Teil, deine Gedanken zu den Ausschreitungen des Wochenende in Zürich? Absolut hohle Gewalt. Und weil man ernsthaft kann meinen, dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt, wenn man irgendwo in der Langstrasse Scheiben einschlägt, die Polizei bedroht, ist man oft absolut fern. Wie können Menschen immer noch den Pierre Modet in Genf wählen? Also ich muss sagen, der Pierre Modet ist der Staatsrat in Genf, der die grosse Affäre hatte mit Korruption durch einen arabischen Scheich. Ist jetzt in der ersten Runde zumindest wiedergewählt und im Parlament auch stark. Ja, kann man, glaube ich, nur in Genf verstehen. Also man kann nur sagen, er ist verurteilt worden für Korruption. So. Formel 1 oder Tour de France? Wenn du musst wählen. Ausweichen geht nicht. Wirklich, weder noch. Ich schaue nie Fernsehen, nie Sport im Fernsehen. Wenn ein Tour de France? Ich würde sagen Formel 1. Ich finde es faszinierend. Das finde ich. Man geht jetzt immer schauen, wo ich erinnere. Ab welchem Alter sollen die Kinder ein Handy haben? Oh, Handy ist, schon? Nein. Meine sind 8 und 5 und haben noch kein Handy. Also sie haben alte, kaputte Handys, die nicht funktionieren zum Spielen. Finde ich eine extrem schwierige Frage. Wir haben immer so das Gefühl gehabt, nicht vor 12, aber wenn ich sehe, was in ihrer Klasse schon passiert, weiss ich, ob man das durchsteht. Schaust du da dort? Hey, früher habe ich das wirklich recht regelmäßig am Sonntagabend geschaut. Echt? Aber jetzt nicht mehr. Ich habe noch letzten Samstag bis um Nacht um 2 binge-watched eine Serie fertig geschaut. Zumindest die erste Staffel Broadchurch. Super. Aber man sieht es mir jetzt da. Gut, das passt dafür zu dir. Ein Lesevorschlag für den April, Cedric. Ich habe gerade ein Buch geschenkt bekommen. Du willst sagen, ich habe gerade ein Buch geschrieben? Nein, das so weit bin ich noch nicht. Aber ein geschenkt bekommen von der SP Schweiz. Cannibal Capitalism von der Nancy Fraser. Ich habe es zweimal und wenn man will, kann man es bei mir bestellen. So, das wäre es schon wieder gewesen mit Meier Wermuth am 3. April. Schön, dass ihr dabei gewesen. Wenn ihr Fragen stellen oder Kommentare hinterlassen, dann wie immer an meierwermuth@sbschweiz.ch oder hier unten an der Kommentarspalte. Den Podcast kann man und muss man abonnieren, egal auf welchem Kanal ihr es hört. Hat uns gefreut, dass ihr dabei gewesen. Bis nächste Woche.